So, jetzt geht's zu unserem Fleischexperiment. Jetzt wollen wir mal zeigen, wie das funktioniert und das Ganze mal endlich dingfest machen. Was sind die Bratzeiten? Was ist Englisch? Was ist Medium? Was ist durchgebraten? Wir werden das Ganze verfolgen mit unserem Digitalwecker und einfach mal sagen, Steaks braten leicht gemacht. Wir haben Rinderfilet heute zu Gast, möchte ich sagen. Das Ganze ist ein Thema mit der Braterei. Da fragt man immer, wie geht das? Und ich zeige euch, wie das jetzt vonstatten geht. Wichtig ist auch, dass die Schnitthöhe gleich groß ist. Ja? Dann haben wir auch dieselbe Garzeit. Da muss man darauf achten beim Metzger, dass er drei gleich große Stücke verkauft, weil sonst wird sich die Bratzeit ja verändern, ne? Und der Garpunkt somit auch. Also wir nehmen einfach schönes Meersalz, grobes. Wir nehmen nur Salz und Pfeffer. Wichtig ist beim Rinderfilet, dass es wohl temperiert ist. Also Raumtemperatur kann auf jeden Fall nicht schaden, weil wenn es zu kalt wäre und frisch aus dem Kühlschrank ist, dann verkrampft es in der Pfanne und bleibt automatisch hart. Das wollen wir nicht. So, wir haben hier Salz, Pfeffer, ganz normal, nicht sparen, dann ordentlich Pfeffer, von beiden Seiten, versteht sich. Die Frage, Salz vorm Braten oder nach dem Braten, ich finde eben Salz vorm Braten viel smarter, weil das Salz dann eben haftet. Ne? Wenn ich das Fleisch gebraten habe, dann ist die Außenstruktur kross und hart, das heißt, das ganze Salz prallt hier ab. Dann brauchen wir eine gute Pfanne, am besten ist gusseiserne Pfanne, weil gusseiserne Pfannen zum Beispiel, die halten die Temperatur stabil und leiten die Temperatur auch ganz stabil weiter. Also hinweg von so billigen Teflonpfannen aus dem Supermarkt. So, bis die Pfanne heiß wird, haben wir die Aromaten noch ganz kurz zum Erklären. Wir haben hier Rosmarin, wir haben Thymian, Schalotten, Knoblauch, frischen Basilikum. Das heißt, wenn wir die Steaks dann gebraten haben, ja, eins für 4 Minuten, eins für 6 Minuten und eins für 8 Minuten, werden wir sie ruhen lassen auf einem Krepptuch und währenddessen werden wir die Butter zulaufen lassen und sämtliche Aromaten in diese Butter durchschwenken, dass sie richtig schwanger wird voll Thymian und Rosmarin und das wird dann später übers Fleisch gegossen und dann lassen wir es mal schön einziehen. So wird ein Filetsteak am besten zubereitet. Die Pfanne ist heiß, dann nehmen wir Olivenöl. So, wenn sie zu sehr raucht, die Pfanne wegziehen. So. Aber bitte nur nicht das Fleisch, bitte das Fleisch nicht in eine kalte Pfanne legen. Wir fangen hier an. Einmal. Zweimal. Dreimal. So, und jetzt werden wir gleich unseren Wecker stellen. Wir werden jetzt das erste Steak, wenn wir umdrehen, in 2 Minuten und die Zeit läuft ab jetzt. So, 3, 2, 1, 0. Das heißt 0, er piepst. Wir machen den ersten Turnover und drehen ein Stück um. Jetzt geht's weiter, die nächsten 2 Minuten sind am Start. Also eins ist jetzt nämlich 2 Minuten pro Seite, das haben wir jetzt nach 3 Minuten umgedreht und das vierte drehen wir um, wenn der Wecker abgelaufen ist, nach 4 Minuten. Wunderbar. So. So, jetzt wird das erste schon mal aus der Pfanne genommen. Das ist jetzt unser Kandidat für Englisch, der kommt hier rüber. So, die Uhr ist wieder abgelaufen. Jetzt kommt unser Mediumstück, das war 3 Minuten pro Seite, kommt hier zu dem Englisch. Und hier in der Pfanne ist noch das letzte Stück, das ist auch durchgelaufen, ist dann durch. Jetzt müssen wir mal schauen, nur mal, dass wir das zusammenbringen. Ne? So, wir haben jetzt hier die Kandidaten, das war das kurzgebratene, 2 Minuten pro Seite, das war Medium, 3 Minuten pro Seite und das war durch, 4 Minuten pro Seite. Man kann auch den Drucktest machen, wenn sich etwas entspannt, das heißt, die Lippe ist Englisch, die Nasenspitze ist Medium und die Stirn ist durch. So, also das müsste jetzt sein wie die Lippe, das müsste sein wie die Nasenspitze und das müsste sein wie die Stirn. Kommt hin. Das Ganze jetzt ein bisschen ruhen lassen und mal umdrehen und währenddessen die Pfanne mit Butter aufschäumen. Dann kommt dazu die Aromaten. Wunderbar. Thymian und Rosmarin eignen sich am besten, weil die sehr viel ätherische Öle haben und die setzen sie alle frei. Das heißt, die ganze Butter schmeckt jetzt nach Rosmarin, nach Thymian und eben nach Schalotten. Kommen wir auch dazu. Dann frischen Knoblauch noch klein geschnitten. Und wieder Vollgas hier. Währenddessen kurz unser Steaks umgedreht. Sehr gut. So, jetzt werden die Fleischstücke noch mal ganz kurz nachgebraten. Hier unser Kollege durch. Hier unser Kollege Medium. Und hier unser Kollege Englisch.
dass sie schön den Geschmack der Butter aufnehmen können. Man nennt es arrosieren, das heißt, sie werden mit den Kräutern überdeckt. Wenn die Butter jetzt aufschäumt, kriegen wir leichte Nussaromen, man spricht auch von Nussbutter. Das schadet dem Fleisch gar nicht, sondern macht es einfach noch viel reizvoller zu essen. Jetzt mal von beiden Seiten kurz umdrehen. So, und wieder zurück zum Ruhen lassen. Ja? So, man geht davon aus, dass man einfach so dieselbe Garzeit, die man verwendet, um das Fleisch zu garen, dass auch das Fleisch dieselbe Zeit braucht zum Ruhen. Durch den Garprozess verspannt es etwas und wenn es jetzt ruhen kann, dann entspannt das und der ganze Saft bleibt eben im Fleisch, wenn man es rechtzeitig immer wieder umdreht. Ja? Das heißt, man sieht ja, wie es dann dampft. Das darf nicht zu sehr da drin liegen, sondern muss ein bisschen ausdampfen. Und wie gesagt, die Gartechniken sind eben bei Rindfleisch, bei Steaks ganz wichtig, Englisch Medium durch. Bei Kalbfleisch kann man es auch rosa braten. Es gibt rosa gebratenes Kalbsfilet, Kalbsrücken, wunderbar. Bei Geflügel eher dann doch Richtung klassisch gehen und durchbraten. Das Ganze heißt aber nicht trockenbraten, sondern zu saftig halten. Beim Schweinefleisch ist es eben auch empfehlenswert, es sei denn, ich habe ganz spezielles Schweinefleisch vom Iberico, wo ich wirklich viel Geld fürs Kilo ausgebe. So, dann schauen wir uns jetzt mal die Babys an. Wie sie jetzt geworden sind. Wir brauchen auf jeden Fall ein scharfes Messer, das steht fest. Und wir fangen an, unseren Kandidaten mit durch. Ja, schneiden wir mal an hier. So, der wird hier hingelegt. Das ist, hat schon die Gautöne, ist aber immer noch sehr saftig. Jetzt kommt eben das Stück Medium. Das haben wir hier. Das sieht schon ganz anders aus. Das ist Medium. Ja? Und jetzt haben wir hier unser Stück Englisch. Und das ist wunderbar Englisch geworden, wie Sie sehen. Tippitoppi, das ist... Jetzt nochmal zum Vergleichen, Englisch, das ist Medium und das ist durch. Viel Spaß beim Nachkochen, nicht vergessen. 8 Minuten, 6 Minuten, 4 Minuten. Oder?